Herzlich willkommen beim psychologischen Quartett von Sinova Psychologie. Heute mit dem Thema Respekt. Hierzu begrüße ich einige Gäste. Zuerst Frau Butz-Kronauer. Guten Tag. Guten Tag. Frau Butz-Kronauer hat sehr viel Erfahrung mit dem Thema Respekt. Sie war Lehrerin für Mathematik und Physik, die beliebten Fächer in der Schule. Ja. Sie haben zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter und noch ein Enkelkind. Ja. Also wirklich vertraut mit dem Thema Respekt. Ja, Neben mir sitzt Frau Gress. Frau Gress ist alleinerziehende Mutter. Sie waren in der Pflege tätig. Immer noch. Das höre ich gerne. Und das Thema Respekt ist in der Pflege ein sehr hohes Thema. Korrekt. Es wird gepflegt oder nicht gepflegt. Und wie gepflegt wird. Okay, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt Herr Norbert Wagner. Er ist individualpsychologischer Berater und aus seiner täglichen Arbeit kennt er das Thema Respekt in- und auswendig. Und zusätzlich ist er noch Initiator dieser Sendung. Herzlich willkommen, Herr Wagner. Herr Wagner, würden Sie uns etwas mehr zum Thema Respekt erzählen können? Ja, ich habe mal so ein paar kleine Punkte zusammengefasst, damit wir gut ins Thema reinkommen. Und zwar, das Wort Respekt bedeutet ja Achtung, Würde, Rücksicht und Berücksichtigung. Es bezieht sich immer auf Menschen und immer auf Individuen. Wir haben es also immer mit Menschen zu tun dabei. Wenn wir einem Menschen Respekt entgegenbringen, dann würdigen wir ihn. Der Begriff Würde ist im Lateinischen mit Dignitas genannt, bezeichnet die Eigenschaft, eine einzigartige Selbstbestimmung zu besitzen. Wenn nun Respekt gegenüber einem Menschen die Rede ist, wenn davon die Rede ist, so ist damit letztendlich zu verstehen, dass ich diesen Menschen in seinem Sein, also in seinem Selbst, anerkenne, annehme und seine Eigenarten akzeptiere. So viel einfach mal zum Anfang. Vielen Dank, Herr Wagner, für diese nette Einstimmung. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Butz-Kronauer. Wie haben Sie als Lehrerin in der Schule das Thema Respekt erlebt und gelebt? Gut, also einmal gelebt als Lehrer den Kindern gegenüber. Ne? Wenn man jetzt in der Klasse steht, vor einer Klasse steht, da sind dann 25 Kinder und jedes hat andere Eigenarten, andere Eigenschaften, kommt aus anderen Familien, verschiedenen Familien. Und da muss man dann einfach mal gucken, wie kann man jetzt dieses einzelne Kind dann entsprechend fördern. Ja? Denn man muss ja gucken, dass man möglichst die Klasse zusammenbekommt, dass man einen Wissensstand, Wissen vermittelt und dass eben dann halt jeder Einzelne sich auch respektiert fühlt oder angenommen und man nicht einfach jemandem das Gefühl gibt, ja, den mag ich jetzt nicht so gern oder dem anderen helfe ich mir. Das ist ja oft das Thema bei den Kindern, ne? Und oft ist es ja so, wenn jemand besonders oft schwätzt, dann ist es ganz klar, wenn man vor der Klasse steht, schaut man da hin. Dann heißt es ja oft von Kindern, ach, sie können mich ja nicht leiden, so salopp. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, wisst ihr, wenn ihr jetzt da vorne stehen würdet und ihr wüsstet, da ist immer einer oder zwei, die halt sich entsprechend oder nicht so verhalten, wie man das möchte. Und dann würdet ihr da auch hingucken. Also, jetzt tut ihr mal ein paar Stunden euch zurückhalten, dann schaue ich woanders hin. Ja? Und das sind so einfache Dinge, die ich den Kindern dann auch gesagt habe. Ne? Und das andere ist dann halt der Respekt der Kinder gegenüber den Lehrern. Und ich denke, ich komme ja aus einer, bin also auch schon älter und man hat ja, und als ich in die Schule gegangen bin, war das natürlich ein ganz anderes Verhalten den Lehrern gegenüber. Ja. Auch von Seiten der Eltern. Ne? Denn die Lehrer, die sind ja in der Gesellschaft nicht sehr gut angesehen. Aus dem einfachen Grund denke ich, jeder hat Lehrer gehabt und hat irgendwann mal auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ist
so. Das ist erst heutzutage so. Früher gab es ja die 5 Respektspersonen. Ja gut, ich sage ja, das war ja, ne? Also früher hat man sowas nicht gehabt. Da war im Elternhaus, war klar, der Pfarrer, der Lehrer, das waren so die Respektspersonen. Ne? Und das ist natürlich heute eigentlich eher das Gegenteil. Also ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hatte gleichzeitig 4 oder 5 Töchter bei uns in die Schule gehen. Und dann hat er nur zu mir gesagt, wenn er, oder hat er im Lehrerzimmer auch erzählt, wenn er dann mittags beim Essen sitzt und die Kinder erzählen, was so in der Schule alles passiert ist. Und dann hat er gesagt, und er wusste ja, wie es war, weil er ja an der Studiendirektorin der Schule war. Dann hat er gesagt, er wundert sich nicht, dass die Lehrer so schlecht angesehen sind, wenn in 1000 Haushalten so ein Mist erzählt wird, ne, wenn die Kinder heimkommen. Ne? Und das ist heute leider eben nicht so, auch weil die Eltern halt nicht den Lehrer auch als Respektperson sehen, sondern der Lehrer ist halt ja irgendwer, der halt jetzt die Kinder erziehen sollte, es aber ja gar nicht kann, weil er ja die Kinder nur ein paar Stunden immer sieht, gerade auf dem Gymnasium. Ich meine, in der Grundschule ist es noch ein bisschen anders, denke ich, ne? Aber gerade so auf dem Gymnasium, und da können wir keine Erziehung übernehmen, ne? Das müssen halt schon die Eltern. Ja, aber die Eltern denken, das könnte man machen. Ja, und das ist. Wenn im Elternhaus fehlt, soll dann die Schule auffüllen. So ist es ja. Und das ist halt einfach sehr schwierig, ne? Und deswegen, in die Gesellschaft müsste da wieder auch ein bisschen umdenken. Interessanterweise ist in der Erwachsenenbildung ein bisschen was anderes zu merken. Da sitzen die Eltern vor dem Lehrer und haben plötzlich wieder Respekt. Vielleicht, weil sie was Neues lernen wollen, ich weiß es nicht. Ja, kann das aber nicht damit zusammenhängen, dass da wieder die alten Strukturen aufbrechen. Ich bin jetzt nicht Erwachsener, ich bin jetzt Schüler, und sie sich damit abwerten und deshalb nach oben schauen. Das könnte vielleicht sein. Ich habe also kürzlich was Interessantes erlebt in einer Vertretungsstunde. Das ist einem als Lehrer ja durchaus geläufig. Vertretung muss sein. Laufe in diese Vertretungsklasse ein, sitzen ganz viele Menschen vor mir. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich möchte ihren Namen richtig aussprechen können. Und dann saßen die schon da und guckten also. Dann habe ich nochmal persönlich nachgefragt, ja, wie das denn so bei Ihnen persönlich ist, wie es Ihnen geht, was Sie denn machen wollen, wo Sie hinwollen. Und auf einmal fingen alle an zu weinen. Und dann habe ich gedacht, ja, meine Güte, was ist denn hier los? Es ging um Perspektiven im Leben. Ja, wissen Sie, Sie sind die Erste, die uns jetzt Respekt gegenüber zeigt, nach unserem Namen fragt, und der Name ist ja ein wichtiger Teil von uns, und Sie fragen nach uns, Sie interessieren sich für uns. Und da war ich ein bisschen erschrocken. Was passiert in unserer Gesellschaft? Ja. Ja. Wo ist der Respekt geblieben? Weil das ist ja Respekt. Der Name gehört zum Menschen, das ist ja unsere Hauptidentifikation. Was passiert da? Ja, Frau Nils, wenn ich aber so, ich brauche nur in meiner Nachbarschaft rumzusehen. So, Ludwigshafen gilt ja nicht als die sozial höchste Stadt, wollen wir nicht weiter vertiefen, aber wenn ich sehe, wie viele Eltern an Bushaltestellen, im Bus, in der Straßenbahn, wie mit ihren Kindern umgehen, es ist in der Regel so, dass die Kinder eigentlich dann nur noch beschimpft werden. Du siehst doch, ich bin jetzt am Telefonieren und so weiter, statt sich dem Kind da irgendwie zu widmen. Da geht das Thema mit los. So, und solche Leute, die basieren ja auch auf ihrer Lebenserfahrung. Das heißt, das, was die gelernt haben, geben die im Grunde weiter, und damit kommt die nächste Generation genauso an. Und wenn Sie das Beispiel jetzt mit, dass die das erleben, dann ist das für die ein Novum, weil das ist überhaupt nicht bekannt. Mhm. Als Schüler haben die erfahren, dass sie nicht sind. Ja. Und vielleicht das sind Menschen um die 40. Ja, vielleicht darf ich da noch anfügen, was Sie gesagt haben, Frau Butz-Kronauer. In meiner Schulzeit, ich bin Jahrgang 44, also ich kam 1950 zur Schule, da war der Lehrer die Respektsperson. Ja. Und der hat das aber auch mit Macht ausgeübt. Und da gab es Schüler, wo man sagen konnte, der kann den nicht leiden. Wenn da zu einem Mitschüler gesagt wurde, du bist so dumm, du könnten noch 3 andere von sitzen bleiben. Ja, das ist schon richtig. Wenn man, ich meine, ich bin ein bisschen jünger, ne? Ich bin also Jahrgang 52. Hm. Und da war es dann schon, war schon ein bisschen ein Wandel. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt auch mein Lebensgefährte, wenn der erzählt, was da so in den Schulen abgegangen ist, oder auch bei meinen Eltern, und das war ja schon
eigentlich nicht in Ordnung und schwer kontraproduktiv, denke ich. Ne? Ja. Aber heute kommen wir in das Fahrwasser, dass wir das andere Extrem bekommen. Richtig. Und das ist auch nicht gut. Ne? Und okay. Darf ich gerade noch was sagen zur Erwachsenenbildung? Also ich war auch eine Zeit lang am Speyer Kolleg als Lehrerin. Ja. Und da sind ja nun Erwachsene, die also müssen 20 Jahre alt sein, müssen eigentlich auch schon einen Beruf gehabt haben und machen dann nochmal das Abitur nach. Ne? Und da ist eigentlich auch so, das sind ja die Eltern nicht mehr da. Also dass die Kinder oder die jungen Leute möchten ja weiterkommen. Die haben irgendwann mal das Gymnasium abgebrochen oder auch manchmal auch nach der Hauptschule, wenn das war, und haben dann gemerkt, im Leben kommen wir eigentlich so nicht weiter. Also ist es ganz gut, wenn wir dann nochmal das Abitur nachholen. Und da habe ich eigentlich auch erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler, die wirklich, oder Kollegiaten sagt man ja da, die dann wirklich das Abitur machen wollen, die sind dann sehr eifrig, machen ihre Aufgaben, die kommen einem also auch mit sehr viel Respekt entgegen. Und da läuft es dann auch gut. Ich meine, es gibt natürlich auch welche dabei, die halt das BAföG ist höher als das Arbeitslosengeld und die dann deswegen und die lassen sie dann das erste Mal wiederholen, das zweite Mal dürfen sie nicht und dann gehen sie wieder. Ich meine, die wollen wir jetzt mal nicht beachten, aber die wirklich, die wollen, da habe ich also auch überwiegend positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, ja. Danke. Frau Kress, Sie zählen nun zu einer etwas anderen Generation, ist mir gerade auf. Ja, das habe ich auch so bei Ihnen. Ach Gott, also ich muss sagen, so die Grundschulzeit, die war natürlich, so die erste, zweite Klasse war auch noch so diese Lehrerin respektvoll. Also es war wirklich eine zauberhafte Frau bis heute. Allerdings ist es dann natürlich dieser Abgang von der Grundschule zu Hauptgymnasium oder auch Realschule, war es leider wirklich so, dass teilweise die Klassen so überfüllt waren. Also ich hatte das Gefühl immer gehabt, dass, ich sage jetzt mal, die Schwächeren einfach zu kurz kommen. Der Lehrer hat überhaupt keinen Überblick mehr gehabt. Und das hat man ihn natürlich angemerkt. Und dann hat man natürlich gewisse Charaktere in einer Klasse, die das natürlich dann auch ausgenutzt haben. Ich kann es jetzt als Vergleich sehen. Ich war auf einer Realschule und bin dann auch auf die Hauptschule gewechselt, weil es einfach zu viel in der Klasse waren. Ich bin nicht hinterhergekommen. Also stand der Wechsel halt leider da. Da sind dann natürlich wieder ganz andere Menschen, sage ich jetzt mal, junge Heranwachsende aufeinander getroffen. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also was die Lehrer sich da wirklich bieten gelassen haben, vor allen Dingen war es dann auch wirklich so, dass man da mit reingezogen wurde, dass man dann natürlich auch getestet hat, wie weit kann ich denn? Und das jugendlicher Gruppenzwang, ne? Genau, nein, man hat einfach geguckt, die Grenzen. Ja. Ja, man war so 14, 15, man hat wirklich geguckt, so wie weit geht's. Grenzen, ne? Genau, wie weit kann ich den Lehrer, die Lehrerin denn bringen? Mhm. Und das war, muss ich jetzt sagen, rückblickend natürlich Schande auf mein Haupt, ne, so ungefähr. Aber es war halt in dieser Zeit so, da hat man seine Klassenkameraden um sich gehabt. Ja. Aber wenn ich da jetzt noch mal ein bisschen einhaken darf, Sie haben das sehr stark auch im Rückblick gesehen, wie viel oder wie wenig Respekt da war. Es gab ja sicherlich auch Lehrer, die sich Respekt in irgendeiner Form verschafft haben. Ja. Was haben Sie aus der Zeit mitnehmen können für Ihre heutige Arbeit? Für meine heutige Arbeit? Es ist sehr schwierig, weil also aus diesem Berufsfeld, wo ich komme, sind natürlich sehr viele vertreten. Und man muss da schon ein gewisses Feingefühl dafür haben, meiner Meinung nach. Da kann man, das sage ich jetzt mal vom Schulischen her, wie gesagt, ich glaube, wenn ich heute meine Lehrer treffen würde, die würden noch sagen, oh Gott, was, du bist jetzt in diesem Berufsfeld drin, das hätten die niemals gedacht. Die schaut auf die Menschheit losgelassen. Richtig. Also ich muss sagen, ich war kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe natürlich auch ausgeteilt in der Schule, was gegenüber von Lehrern betrifft. Und heute, natürlich, das hat eine Entwicklung. Jeder Mensch macht eine Entwicklung mit, wo ich dann, gut, ich bin selbst Mutter. Das hat sich vielleicht auch noch mal dazu ein bisschen geändert. Allerdings ist es halt in meinem Berufsfeld so, dass Respekt das Wichtigste ist. Aber man merkt leider selbst,
quasi die Rolle haben sich getauscht, haben einfach gewechselt. Wir als Schüler hatten die Lehrer schön ausgereizt. Und jetzt ist natürlich so, in der Pflege ist man eher so ein bisschen geduckt. Das heißt einfach, wie gesagt, es ist so, dass die Patienten, Bewohner einen sehr fordern und der Respekt sehr, sehr niedrig ist für also diese Arbeit, die wir leiden. Genau. Ja. Genau. Ist das von Ihrer Seite mit dem Respekt? Es gibt ja nun genügend Menschen, die in irgendeiner Form hilflos sind. Gibt es sehr viele, das ist ja das genau, in Können diesem Sie Berufsfeld. Denen noch Respekt entgegenbringen? Natürlich. Natürlich. Wie machen Sie das? All das, was dieser Mensch noch möchte. Gerade diese Menschen, die, sage ich jetzt mal, auf ihrem letzten Weg sind, wo man wirklich genau weiß, das geht nicht mehr lange, da muss ich diesen Menschen nicht quälen und muss jetzt sagen, so, heute Morgen jetzt noch Zähne putzen, jetzt noch waschen, anziehen, oh nee, das T-Shirt ist jetzt von gestern Abend, das muss jetzt gewählt. Nein, nein, ja. Nein. Wie viel Selbstrespekt brauchen Sie dafür? Selbstrespekt. Ich habe mir immer gesagt gehabt, was wäre, wenn ich jetzt da liegen würde? Mhm. Natürlich, leider hat sich die Zeit von der Pflege derzeitig, was ja auch in den Medien vertreten ist, so weit geändert, dass das gar nicht mehr möglich ist. Zeitlich. Was ist denn da jetzt verändert? Können Sie das dann in Ihrem Berufsfeld schon feststellen, dass da eine Veränderung eigentlich eine ganz, ist, ganz, Sie drin sind? Ganz, ganz starke Veränderung. Ja. Das heißt einfach, das Zeitliche ist einfach begrenzt. Man hat keine Zeit mehr, sich um diese Menschen, die da liegen, die krank sind oder die sterbend sind, intensiv zu kümmern. Ja. Das heißt, es ist nur noch eine Massenabfertigung. Ja. Ja, und da geht doch eigentlich die Würde verloren. Natürlich. Die geht das verloren. Da ist direkt ein Gesetzesbruch. Ja. Ja. Und wenn man, ich habe letztlich eine Fernsehsendung gesehen, da ging auch das Thema Pflege im Heim oder Albtraumheim. Mhm. Ich fand das sehr interessant, dass also wirklich auch da ein Pfleger berichtet hat, wir können nicht. Wir würden gerne, aber wir können nicht, weil wir zu wenig sind. Und da war interessant, dass also da ganz andere Personalschlüssel in anderen Ländern genannt wurden. Die waren um ein Vierfaches höher. Richtig. Okay, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, denke ich, aber nur mal so als Anregung. Es kommt ja auch hinzu, was ich also auch so sehe, wenn ich das beobachte, ich bin in dem Fach nicht drin, ich bin da also kein Fachmann, aber was ich beobachte, ist ein Mensch, der in ein Pflegeheim geht. Zunächst mal, der gibt ja gewisse Bereiche seines Lebens auf, aber sich selbst nicht. Er will ja im Grunde leben wie bisher oder nur mit Hilfe. Also man muss einmal dazu sehen, die Menschen, die jetzt zum Beispiel von der Familie nicht mehr daheim versorgt werden können oder haben niemanden, ist es leider manchmal gar nicht möglich, auch sowieso in der heutigen Zeit, dass die eigenen Kinder sich nochmal um die Eltern kümmern können, weil diese einfach arbeiten gehen müssen. Ja, die haben selbst genau. Die haben die Zeit, die können das einfach nicht mehr. Der Druck ist zu groß. Das wäre ein neues Thema wieder. Man muss, ja, natürlich, aber es hat was mit Respekt zu tun. Man muss sich einfach mal in diese Menschen hineinversetzen. Die sind ihr Leben lang selbstständig. Die machen alles. Ja. Die haben ihr Haushalt, die haben ihr Eigenheim, was sie mühsam erarbeitet haben. Und dann heißt es so, du musst in ein Heim. Das heißt wirklich, es ist natürlich toll, dass ein schön viele andere, vielleicht im selben Alter, ne, selbe Erkrankungen. Das ist ja wie eine Kur, eine Reha-Kur, wo man früher immer hingegangen ist. Ne. Die Menschen können nur noch einen Bruchteil ihrer eigenen Gegenstände mit reinnehmen. Das heißt vielleicht ein Schrank, die Bettwäsche. Ja. Das ist ein Sessel, Bilder, ganz, ganz minimal. Und das ist für die Menschen, die dann erstmal in ein Heim reinziehen, die ersten 3 Monate suizidgefährdet. Das ist einfach so. Das ist ein Schlag. Das ist, als wenn man den Teppich einfach mal wegzieht, wo sie draufstehen. Ja. So, und dann kommen natürlich Fachkräfte, die möchten natürlich, dass der Mensch gut ankommt. Ja, dass er sich hier auch wohlfühlt. Aber es ist einfach zeitlich geht es gar nicht mehr. Ja, das heißt, die sitzen dann wirklich da, sind alleine. Ja. Wunsch und Wirklichkeit klaffen da meilenweit auseinander. Richtig. Also wenn ich mir vorstelle,
dass ich also, der Gedanke beschäftigt mich ja nun in meinem Alter, dass ich in so eine Anstalt rein müsste, dann kommt bei mir auch der Gedanke, jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Nämlich wenn ich das, was ich heute noch kann, wenn ich noch geistig fit bin und nur durch körperliche Gebrechen die Hilfe brauche, dann will ich ja nicht mein ganzes Leben aufgeben. Da ist die Frage, wo sind die Grenzen? Wird dann nicht unser Grundgesetz und die Menschenrechte ad absurdum geführt? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Das ist leider ist das ein Gesetzesbruch, das habe ich vorhin schon erwähnt gehabt. Das ist einfach so, dadurch, dass ja die Zeit auch gar nicht da ist, um respektvoll, weil es ist einfach so, man kann schlapsig sagen, jo, jetzt nicht. Man kann aber sagen, Moment, ich erledige das noch und dann komme ich sofort und helfe Ihnen. Genau. Das nimmt aber mehr Zeit in Anspruch. Allein diese Wortwahl. Ja. Und das ist ein Grundbaustein für einen respektvollen Umgang. Einfach die Kommunikation wieder. Ja. Und wenn ich dann natürlich Menschen habe, die vielleicht am Waschbecken sich selbst noch den Oberkörper oder das Gesicht waschen können und dann kommt da eine Schwester, die übernimmt das, weil es schneller geht, dann ist der Patient schneller fertig oder der Bewohner. Ja. Der wird entmündigt. Der wird entmündigt, der wird seinen Ressourcen entzogen, der sitzt dann da und baut ab, rapide. Ja, klar. Ja. Es ist ja letztendlich eine Resignation. Genau. Was soll man noch tun, was bleibt dann noch übrig? Ja, und wie geht das jetzt, wenn ich da mal nachfragen darf, ich finde das interessant. Wenn Sie jetzt, wie lang sind Ihre Schichten? 6, 8 Stunden? 7,5. So, die ersten 2 Stunden kann ich mir vorstellen, können Sie das alles noch bringen. Aber dann geht ja auch bei Ihnen die Luft raus. Natürlich, vor allen Dingen ist es nicht so, dass man sagen kann, okay, ich beginne jetzt um 6 Uhr und mache um 10, 11 Uhr mache ich meine Pause. Nein. Das heißt, Sie sind dann drin gefordert und wenn Sie nach Hause kommen, sind Sie platt. Mehr wie platt. Ja. Weil es ist einfach so, man hat keine Pausenzeiten. Mhm. Ja, man ist gefordert, alles zu erledigen, der Zeitdruck. Und dann natürlich hat man da die Menschen, die dann natürlich zwischendrin kommen, Schwester, wären Sie so lieb, würden Sie mir... Und dann hat man gleich wieder einen Rollenkonflikt noch zusätzlich zu diesem Thema Respekt. Diesen Menschen das beibringen, dass man selbst auch Bedürfnisse hat. Hm. Es ist ganz, ganz schwer. Es gibt, also ich merke es bei mir auf der Arbeit, es gibt Menschen, das interessiert die nicht. Man sagt sogar, ich bin dann so offen und ehrlich und sage so, ich gehe jetzt in meine Pause. Brauchen Sie noch irgendetwas? Soll ich noch was erledigen? Dass ich einfach wirklich mal sitzen kann. Sitzen, runterfahren, die Kraft tanken, um weiterzumachen. Und dann ist es Selbstrespekt. Natürlich. Sie respektieren sich selbst. Allerdings ist es ja durch diesen Rollenkonflikt, ist es natürlich wieder so, was hat Priorität? Ja. Der Patient, der jetzt vielleicht gerade, ich sag jetzt mal, sich eingenässt hat, oder ich, die wenigstens noch ihr Brötchen fertig essen möchte. Mhm. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Ja. Ja. Weil auf der einen Seite, ich möchte nicht da liegen. So, aber natürlich, der Magen knurrt, das ist ganz, ganz schlimm. Also da denke ich, da kann ich verstehen als Außenstehender, wenn Sie sagen, also ich kann ja meinen Nächsten nur lieben, wenn ich mich selbst liebe. Also muss ich jetzt wirklich, hier ist jetzt Holland in Not, hier muss ich für mich sorgen, mir meinen Selbstrespekt entgegenbringen. Und da kann ich wieder weitermachen. Ein Auto, das leer ist im Tank, kann auch nicht weiterfahren. Richtig, aber nochmal, um zurückzukommen, es geht ja wirklich darum, wenn ich dann diesen Patienten gesagt habe, brauchen Sie noch was, ich gehe in die Pause. Dann gibt es wirklich Menschen, die klingeln. Permanent in dieser Zeit. Ja. Und dann jedes Mal, ach ja, ich weiß, Sie sind in der Pause, aber ich brauche das jetzt unbedingt. Ich brauche das jetzt. Ich habe das. Und das ist dann für mich selbst, wo ich dann sage, das geht doch nicht. Nee. Das kann ich doch nicht machen. Ja. Und dann gibt es die Sorte Menschen, die dann wirklich in dieser Zeit nicht einmal kommen, nicht einmal klingeln oder irgendetwas in dieser Richtung. Die sagen dann auch, sie müssen sich doch auch mal ausruhen. Ja. Da ist dann eine Gleichwertigkeit. Ne? Da ist eine Gleichwertigkeit drin, aber das ist Charaktersache, muss ich jetzt mittlerweile schon sagen. Das ist nicht vergleichbar, dass man jetzt sagen könnte, das sind mehr Männer, die so reagieren oder mehr Frauen. Das ist wirklich gemischt, das kann man nicht mehr gleichsetzen. Das kennen Sie aus der Schule, Kinder, die sich zurückgesetzt fühlen oder was gerade nicht dürfen, heischen nach Aufmerksamkeit. Genau, ja, das ist Sie kennen das aus Ihrer Beratungspraxis, Aufmerksamkeit in allen Altersklassen. Ja, ja, ich denke, das ist da nicht anders. Das ist ein Stück Regression auch in die Kindheit. Mhm.
ich will das aber jetzt. Mhm. Ja, was wenn da ich das nicht, jetzt nicht krieg, heul ich. Ja, was da nicht passiert ist, das, und es ist ja auch dann auch ein Lebensstilaspekt, wenn ich keinen Respekt gelernt habe oder keine Erfahrung habe, das gegenseitig zu machen, und dann gebe ich das so weiter. Das ändert sich ja nicht, das geht dann durch. Ich muss auch dazu sagen, es gibt viele, wo ich dann selbst auch mal nicht geduckt war, einfach um diesen Respekt drüber zu bringen. Aber wenn ich wirklich mittlerweile jemanden vor mir habe, der geistig fit ist, der zwei gesunde Hände hat, die er bewegen kann und nur durch irgendeine andere Erkrankung jetzt im Bett liegt, der möchte dann sein Brot geschmiert haben, wo ich sage, nein. Ja. Sie haben, wo ich dann wirklich klipp und klar sage, Sie haben zwei gesunde Hände, Sie können das machen. Und dann wird entgegengebracht, Sie sind ja aber eine. Das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Grat. Erstens auch, ob ich vom Zeitlichen her oder auch, natürlich gibt es auch Bewohnerpatienten, wie auch bei Schülern, wo einem natürlich schon unsympathisch ist. Man möchte das aber natürlich auch nicht zeigen, ja, weil man möchte alle gleich behandeln. Richtig, ja. Allerdings muss ich ganz offen und ehrlich dazu sagen, das geht nicht. Nee. Kann man also dann, nicht. Dann wären Sie ein Übermensch. Richtig. Das, also es ist auch so, man kann ja in der eigenen Familie anfangen. Man hat immer irgendein Lieblingskind. Also ich bin selbst auch Vater, mehrfacher. Ich weiß das. Also das ist einfach so. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich andere deswegen schlecht behandle, aber da hängt irgendwas Besonderes dran. Mhm. Und so ist das bei im Zusammenleben mit Schülern vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Also in meiner Schulzeit gab es die Lieblingsschüler, ne? Das war also auch klar. Und es gab, was ich ja eben schon gesagt habe, die Luschen, die also für drei sitzen bleiben konnten. Ja, 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 ja. Aber die Lieblingsschüler gab es auch. Und da eine Gleichschaltung, so ist das auch so. Ja, ja klar. Wenn ich vor Studenten stehe, im Moment ist es genauso. Da sind welche dabei, ja, die sprechen einen an und dann gibt es wieder andere. Da sagt man, okay, behandelt den gleich und so weiter. Es ist so, wir sind ja Menschen. Ja, ja, ja. Also ich habe so einen Spruch gehabt, wenn oft wird man ja dann beschuldigt, sie können mich ja nicht leiden, die Schüler sagen einem das ja. Und ich pflegte dann immer zu sagen, natürlich hast du das noch nicht gemerkt. Dann war, es ist klar, natürlich, wenn da so viele Kinder vor einem sitzen, sind einem schon welche sympathischer. Aber ich habe dann eher, die mir nicht so sympathisch waren, die habe ich eher bevorzugt zumindest, damit die das nicht merken. Das war so, und damit eben sie selber und die anderen Schüler das auch nicht merken. Das ist schon so. Ne? Ja. Also da sind wir, glaube ich, alle ehrlich zu selbst. Ja, natürlich. Wir sind keine Übermenschen und trotzdem schauen wir, dass wir es so gut wie möglich machen können. Ja. Aber dass niemand auf der Strecke bleibt. Ja, genau. Na, was Sie sagen mit der Schule. Es ist ja klar, Respekt gegenüber Kindern. Kindern sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Strafgesetz macht das ja. Wenn ich ein Säugling den Hals umdrehe, bin ich dran. Ja. Das ist so. Das heißt, da wird das Menschenleben geschützt. So, wenn ich Respekt gegenüber Kindern betrachte, dann ist es zunächst die Existenzberechtigung, dass der da ist und ihn dann akzeptiere. Allerdings heißt das ja nicht, dass ich ihn gleich behandle wie Erwachsene. Wenn Kinder wie kleine Erwachsene behandelt werden, ist das ja auch respektlos, weil die das ja nicht können. Ich muss die altersgemäß mit Respekt behandeln. Das heißt, das Menschsein in den Vordergrund stellen, aber die altersbedingten Fähigkeiten, emotionalen Entwicklungen und Intelligenzen, die muss ich ja alle mit berücksichtigen. Richtig, und das, wenn ich sehe im Bus, dass also dann ein vierjähriges Kind, ich habe dir schon fünfmal gesagt, du das nicht machen sollst, weil du genau weißt, dann denke ich, sind die bescheuert oder was ist da los? Ja. Und irgendwo nicht so ganz frisch gebacken. Ja. Ja, genau. Das beim Respekt in der Schule oder auch in der Pflege, bei der Kindererziehung. Alle versuchen, Grenzen auszutesten. Und in der Erziehung sagen wir, okay, Grenzen austesten ist ja in Ordnung. Aber das darüber hinausgehen, das Nicht-Respektieren der Grenze, da stecken wir sofort in dem Thema Respekt drin. Nicht respektieren einer gesetzten Grenze, übergriffig werden. War das bei Ihnen vielleicht mal zu Hause? Übergriffe. Alleinerziehend. Übergriffe. Vom Nachwuchs. Also grenzüberschreitend. Jetzt vom Nachwuchs oder von mir? Vom Nachwuchs. Vom Nachwuchs. Gute Frage. Ja. Natürlich, Sie testet Ihre Grenzen aus, aber ich lege ja offen und ehrlich einfach hin. Willst du eine liebe Mama oder willst du eine nicht so liebe Mama? Ne? Also ich lasse ihr dann die Wahl. Okay.
sie weiß dann, also ich musste direkt, also ich habe natürlich direkt anfangen müssen, wo sie so klein war, schon, dass wenn ich jetzt bis 3 zähle, dann muss was passieren. Und aha, das hat sie gemerkt. Deswegen lasse ich ihr dann heutzutage immer, also sie ist 6 Jahre alt, lasse ich ihr immer die Wahl, was möchtest du? Mhm. Ja? Okay. Und dann trifft sie diese. Also ich habe eine gute Freundin und deren damals 22-jähriger Sohn, mittlerweile ist er auch um die 40, sagte: Mama, du hast immer auf 3 gezählt. Und spätestens bei 2 weiß ich, habe ich gespurt, habe ich funktioniert. Aber sag mal, Mama, was wäre eigentlich passiert, wenn du 3 und dann? Und dann hat die Mutter tatsächlich ganz ehrlich gesagt: Sohn, ich weiß es nicht. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, weil ich wusste, auf 3 zählen reicht immer. Es hat immer funktioniert. Wie konnten Sie das in der Schule lösen? Ja, also in der Schule, klar, da hat man halt mit unterschiedlichen Schülern, manche haben dann halt trotzdem nicht reagiert und dann hat man halt versucht, ja, mal eine Strafarbeit zu geben, was ja auch nicht sein sollte. Und da, oder hat dann gesagt, ja gut, dann kannst du es halt nicht und wenn das nächste Mal irgendein Test oder eine Klassenarbeit ist, dann wirst du halt da drin versagen, wenn du meinst, du kannst jetzt gerade machen, was du willst. Genau. Ne? Die logischen Folgen dann. Ja, genau. Ja, aber das ist ja schon fast Erziehungsmaßnahmen. Ja gut, aber was soll man sonst machen? Ne? Ja, natürlich. Das ist ja, denn die Eltern, die wollen ja gar nicht angesprochen werden oder oft nicht. Ne? Mhm. Und was anderes bleibt einem da in der Schule gar nicht übrig. Mhm. Ne? Und zu Hause, ich meine, ich habe ja, wie schon betont, auch 2 Kinder. Und ich muss also sagen, ich war 9 Jahre verheiratet, bis ich überhaupt ein Kind bekam. Also war das dann natürlich hoch erwartet und ne? Ja, und aber die Tochter ist die Älteste und ich muss halt sagen, ich hatte mir schon vorgenommen, ich will also nicht sehr streng sein und will mal gucken, wie das klappt. Und ich konnte aber, Gott sei Dank, zu Hause bleiben, also 6 Jahre, die ersten 6 Jahre. Nach 3 Jahren kam dann der Sohn. Und ich war dann halt, ich habe immer beobachtet, was die 2 so machen und habe dann halt, wenn Gefahrenverzug war, das eingeschränkt dann oder geguckt, dass eben nichts passiert. Aber ansonsten lief das fast von selbst. Ich habe zwar viel erklären müssen und die dann auch an die Hand genommen. Und wenn dann wirklich mal, und dann wurde die Stimme ein bisschen schärfer oder es wurde mal ein bisschen streng geguckt und es hat dann eigentlich schon gereicht. Also es war erstaunlich, aber es war halt so, ne? Also muss ich das sagen, wenn ich da vielleicht noch einhaken darf. Ich wohne ja am Mauderer Bruch hier in Ludwigshafen und gehe da oft am Spielplatz vorbei. Und wo ich denke, wo der Respektlosigkeit beginnt oder der Respekt geübt werden könnte, wenn die Kinder, ich sag mal Beispiel, im Sandkasten spielen. Ja. Lass die doch spielen. Mhm. Die entwickeln dann ihr Selbst, ihr Sein, ihre Persönlichkeit und schaufeln darum. Die wissen auch, dass ich mit einem anderen Kind eine Schaufel Dreck ins Gesicht schmeiße. Ja, das wissen die ganz genau. Ja. Und wenn sie es doch tun und dann kriegen sie halt eben Kloppe, dann regeln die das selbst. Das ist eine Erfahrung dann. Ja. Und da geht es eigentlich los. Aber was tun die lieben Mütter? Bleib da weg, pass auf, da kommt ein kleines Kind, geh nicht so hoch rauf und so weiter und so weiter. Mach dich nicht dreckig, Sand schmeckt nicht, den kannst du nicht essen. Bäh. Ja, gut, lass doch das Kind mal probieren, dann merkst du schnell, dass Sand nicht schmeckt. Ja, Herr Wagner, da muss ich aber dazu sagen, ich hatte demnächst auch eine Begegnung auf dem Kinderspielplatz. Da ist mir schier die Spucke weggeblieben, wenn ich es mal schön sagen darf. Da kam wirklich ein 7-8-Jähriger zu einem anderen Kind. Die haben sich auch, ich weiß nicht mehr genau wegen was, aber der hat dann gesagt, ich schneide dir die Kehle auf. Die gucken Fernsehen und da. Nein, das, nein, oder? Die Eltern waren genauso. Ja, genau, gut. Dann haben wir es ja. Das war dann ist genau Vorbild. Der Punkt. Also, genau die Vorbildfunktion. Also, das war Wahnsinn. Wenn das der Vater sagt, wenn du was sagst, kriegst du einen Reis. Richtig, doch, der das auch. Der lernt ja dadurch. Ja. Ich kann nur sagen, ich war ja schon im Schuldienst und hatte noch keine Kinder. Ne? Und man überlegt sich dann ja immer, ach Gott, wenn man dann eigene Kinder hat, hoffentlich werden die mal so, kommen die in eine Spur und hoffentlich geraten die mal entsprechend. Ne? Klar. Ja. Und dann ist mir aufgefallen in der Schule, also, wenn man jetzt in der Klasse war und man hat gesehen,
sehen, ah, da ist jetzt ein Kind, das ist auffällig oder das andere. Ne? Und dann kam, war ja Elternsprechtag auch. Oh. Und dann kamen dann die Eltern. Und in 99% aller Fälle war das dann deckungsgleich. Also man hat dann den gleichen Eindruck gehabt von den Eltern wie von dem Kind auch. Und das habe ich dann mal so im Lehrerzimmer auch erzählt. Und die anderen Kollegen haben mir das bestätigt. Und da habe ich dann, naja, da kann man ja hoffen, wenn man mal eigene Kinder hat, dass man die doch irgendwo dann in eine Spur bekommt. Ja, ne? Ja. Es gab ja ganz früher, ich komme vom Lande und die Bauern hatten so einen Spruch, wie der Herr, so ist das Scher. Ja, genau, ja. Ja. Ist bekannt. Ja, und das ist auch so, ja. Das zieht sich ja eigentlich durchs ganze Leben durch. Was man als Kind, wissen wir ja von der Psychologie her, was wir als Kind gelernt haben, behalten wir bei, so bilden wir unser Leben aus. Ja. Ich wollte noch eine kleine nette Episode erzählen, vom, wenn ich im, am Sandkasten saß, damals bei der ersten, bei der kleinen, dann, ich wusste immer, okay, die spielt da rum und macht irgendwas und habe die in Ruhe gelassen. Auf einmal denke ich, es ist zu ruhig. Ich guck doch mal, da saß die da schön geduckt und war am Spielen und rührt mit dem Finger in einem Hundehaufen rum. Ah, okay. Da habe ich dann doch ein anderes Spielzeug als sinnvoller empfohlen und habe den Finger dann halt eben mit dem Tuch dann sauber gemacht. Aber das sind so Kleinigkeiten, kann passieren. Aber sowas Ähnliches habe ich mit meiner Tochter auch mal erlebt. Da war die vielleicht 2 Jahre alt und die hatte so ein Rad mit Stützrädern. Und wir wohnten in so einer Gegend, da waren also 4 Häuser und da konnte man drumherum fahren. Also hinten dran war noch ein Wohnweg. Und ich habe da im Garten geschafft und die Stützräder hat man ja gehört. Ne? Auf einmal nach einer Weile denke ich, komisch, da ist so ruhig. Die ist ja anscheinend nicht mehr da. Dann habe ich mal geguckt, die war wirklich nicht mehr da. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Ich dachte, mir fällt das Herz runter und bin dann in eine Gegend gefahren, wo wirklich viel befahren war, die Straße, und kaum, das Trott war ganz schmal. Und dann, da war ein Kindergarten, wo ihre Freundin, die da in der Nähe wohnte, reingegangen ist. Ne? Tatsächlich habe ich die vor dem Eingang von dem Kindergarten dann gefunden, war die da mit dem Rad hingefahren. Ne? Ach Gott, also ich hab Herzklopfen gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt mit der? Dann sagt die zu mir, was willst du denn? Ich wäre doch wieder die Tommen, ich wollte nur der Tatja etwas sagen. Und habe ich gar nichts gemacht, habe nur gemerkt, gedacht, die muss jetzt nicht merken, dass ich da so aufgeregt bin. Habe gesagt, komm, wir tun das Rädchen gerade ins Auto und du setzt dich rein und fahr mal heim. Und damit war das erledigt. Ja, ne? Weil clever gehandelt. Na, ja. Ich habe wirklich, aber es war für mich, also ich heute noch zitter ich, wenn ich daran denke, was da hätte passieren können. Aber ne? Kommen wir nochmal zum Thema Respekt zurück. Wir hatten es jetzt auch von der Erwachsenenbildung. Ja. Herr Wagner, Sie kennen das ja beim Coaching, Sie haben in der Hauptsache Erwachsene, die durchaus respektlos sind. Ja. Eigentlich wollen sie was, aber so ganz hinten dran ist, kann ich das überhaupt jetzt wollen? Tut mir das gut? Ist das in Ordnung? Ist das richtig? Und gehen in eine Protesthaltung und verletzen das Gegenüber. Sind also respektlos. Wie gehen Sie damit um, wenn so ein Kunde vorbeikommt? Ja, und also es ist so, zu mir kommen Sie ja zunächst mal freiwillig. Es sei denn, dass also die Frau sagt, also wenn du jetzt nicht gehst, dann lasse ich mich scheiden. Das ist die einzige Ausnahme. Das merkt man dann aber sehr schnell, der will gar nicht. So, wenn mir jemand gegenüber sitzt, gibt es also drei Grunddinge. Das eine ist derjenige, der also mich als Gott da ansieht. Der andere, der mich als Psycho-Heini ansieht. Und der nächste, der versucht, da irgendwie mit mir wirklich weiterzukommen. Und das sind eigentlich die Interessanten. Die anderen, ich sage auch dann schon mal, es tut mir leid, also ich denke nicht, dass wir zusammenkommen. Ich will Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen, die müssen ja mir bezahlen. Ich denke, Sie sollten sich jemand anders suchen. Ich gebe Ihnen hier eine Liste und dann, dann löse ich mich von denen. Allerdings auch wieder dann mit Zuge der Gleichwertigkeit, mit dem Respekt, dass ich das also ganz höflich zu dem sage und so weiter. Es tut mir wirklich leid, aber Sie wären bei mir einfach verkehrt. Ja. Und das akzeptieren die dann auch. Also ich möchte nicht mich mit solchen Leuten abgeben, die da diese Gleichwertigkeit, die ich versuche anzustreben, die einfach auf irgendeine Weise boykottieren und versuchen, entweder eine Dominanzrolle zu spielen. Ja. Dann sage ich auch, was wollen Sie? Wollen Sie dominant sein? Da brauchen Sie mich nicht, für das sind Sie schon. Mhm. Oder wollen Sie in Ihrer Problematik weiterkommen? Ja.
So, und wenn das dann der Fall ist, das heißt, nee, ich will da weiterkommen, dann finden wir auch eine Ebene, dann geht das also. Ich kenne das aus anderen Bereichen, dass mir Erwachsene zugewiesen werden. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Ja. Ich arbeite für ein Unternehmen, gebe dort Trainings und im Nachhall des Trainings kommt dann der Unternehmer und sagt, also ich hätte gerne den und den und den im persönlichen Coaching. Übernehmen Sie das? Ja, ich kann das übernehmen, wir müssen aber erst mit dem Mitarbeiter sprechen. Nee, nee, ich sag dem das schon und das ist so. Ja. Hurra! Dann kommt der Mitarbeiter. Ich komme ja nur, weil mein Chef das gesagt hat. Ja. Prima. Dann sage ich, okay, der Chef hat das gesagt, aber was wollen Sie? Eigentlich nichts, ich empfinde das als Strafe. Ja. Oh, darf ich Ihnen kurz mal die Sicht Ihres Arbeitgebers spiegeln? Ihr Arbeitgeber investiert in Sie. Der sagt sich nämlich, derjenige, in den stecke ich jetzt nochmal richtig Geld rein zum Coachen, weil der hat so viele gute Anlagen, für den möchte ich was tun, der will ja auch weiterkommen. Dann habe ich erstmal mehrere Minuten Sendepause. Bis das dann so langsam, meistens sind das BWLer, also die wissen, was es heißt zu rechnen im Unternehmen. Ja, 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 ja. Dann auf einmal so, es dauert, man merkt so die Räder, so nach und nach geht der Sand raus, es ölt sich und dann kommt, boah, Sie haben recht, was können wir machen? Ich weiß, ich möchte das und das erreichen. Ich glaube, das ist deckungsgleich mit dem, was mein Chef will. Wie können wir das erreichen? Was können wir machen? Gewonnen. Ja, da wollte ich gerade sagen, dann ist doch eigentlich der Kanal geöffnet, wo man dann durchgehen kann. Aber dazwischen ist immer erstmal diese empfundene Respektlosigkeit. Ja. Also ich kann das so bestätigen. Ich wurde mal zu einer Firma gebeten, wo eine Abteilung wirklich ein Sauhaufen war, um das mal zu sagen. Und da sagte der Chef, also da musste irgendwas tun. Ich habe eine freie Hand ausgebeten. Und dann das Erste, was ich gemacht habe bei der ersten Sitzung mit der Gruppe, das waren dann 10 Leute, wo ich sagte, ich weiß, dass Sie nicht freiwillig hier sitzen. Ich weiß, dass Sie hergeschickt wurden. Und da wissen Sie auch, was meine Aufgabe ist. Ich bin hierher geschickt worden, um mit Unfreiwilligen da irgendwas zu tun. Wir können es uns angenehm machen. Und wir können gucken, wie es ihnen gut geht, oder wir können halt eben jetzt stumm da sitzen und warten, bis die Zeit vorbei ist. Genau. Ja. Gut, sie haben sich dann für das andere entschieden und dann haben wir nachher also auch ganz gute Dinge zusammengekriegt. Aber der Punkt Respekt ist ja da, dass ich die zunächst mal annehme. Ja. Und dann sage, ich weiß, ihr sitzt jetzt freiwillig hier, damit habe ich sie angenommen. Und der Rest ist dann eine Entscheidungssache. Was wollen die tun? Und wie wollen sie sich dann irgendwie aufstellen oder profilieren und so weiter und so weiter? Ja. Aber ich glaube, wenn die dann merken, die Menschen, dass sie dann dadurch ja weiterkommen im Beruf, wenn die das realisiert haben in ihrem Kopf, dann wird es ja laufen. Ja. Ne? So ist es ja dann. Ne? Nur am Anfang ist es zusätzliche Arbeit, ne? Wenn wir dahin müssen. Ja. Ja, genau. Das Respektthema wird dann ja interessant. Ich sag mal, ich fahre ja nun viel Bus und Straßenbahn und wenn ich dann am Berliner Platz vorbeigehe, sitzen ja auch ein Haufen Penner da und alle möglichen Leute. Und dann frage ich mich auch, wie ist da, was hat das mit Respekt zu tun? Als Erstes, der ist ja ein Mensch. Ja. Ich muss ihn nicht lieb haben, um Gottes Willen, bei weitem nicht. Ja, ja. Nur ich muss wenn er mich fragt, hast du eine Zigarette für mich oder hast du einen Euro für mich? Ne? Da muss ich ihm nicht sagen, hau ab, du Arschloch. Ne? Ich kann sagen, nein. Mhm. Oder ich kann sagen, ich hole die Zigarette raus, bitte sehr. Ja. So, das kann ich tun, das ist respektvoll, denke ich. Ja? Ja, ja. Und derjenige, die meisten sagen auch Danke. Finde ich auch interessant. Ja. Das hört man sonst weniger. Ja. Aber da höre ich das dann. Ja. Die sagen dann Danke. Und aber ansonsten, ich fange mit denen kein Gespräch an. Ja. Mhm. Gut, ich habe das auch schon mal gemacht in Mannheim, es war sehr interessant geworden. Der hat mir dann eine Story erzählt von seinem Leben früher und so weiter. Alles Friede, Freude, Sonnenschein und so. Inwieweit die gelogen war, weiß ich nicht. Ist auch völlig unwichtig. War unterhaltsam. Es ist unwichtig, genau. Er hat sich darin wohlgefühlt und das war gut. Und er hat sich, denke ich, gleichwertig gefühlt. War ein gutes Gespräch dann. Ich habe da auch meinen Spaß dran gehabt. Ja, vor allen Dingen ist es tatsächlich mal gut, dass jemand wie Sie dann Zeit für ihn genommen hat. Ja. Ja, genau, Frau Kress, das ist ja auch das, was ja dann nachher, Sie sprachen ja eben von der Pflege, denen wieder entnommen wird. Da schließt sich der Kreis dann irgendwo. Ich glaube auch, es gibt so viele Themen, wo man jetzt
drüber sprechen könnte. Ich glaube, endlos. Ja. Ja. Aber es ist wirklich wichtig, die Kommunikation, finde ich, beim Thema Respekt und die Zeit. Die Zeit, das ist ein Faktor eigentlich. Das, sind ganz wichtige Faktoren, sage ich jetzt mal, bei diesem Thema. Ich kann doch, wenn ich mich mit einem Menschen abgebe, wo Sie Zeit sagen, Frau Kress, wenn ich mich mit einem Menschen abgebe, sage ich mir, ich nehme mir jetzt Zeit für den, sonst brauche ich mich nicht abzugeben. So. Genau. Und die Zeit, das spürt der auch genau. Ich bin jetzt mit ihm beschäftigt, nur mit ihm da. Und ich peitsche nicht irgendwas durch. Wenn Sie das in der Schule machen, irgendwas durchpeitschen, hat auch keiner das Gefühl, dass er angenommen ist. So ist es, ja. Das bringt auch nichts. Nein, bringt nichts, das Durchpeitschen. Ja. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich hätte gerne von jedem von Ihnen so ein, zwei Sätze. Was bedeutet für Sie Respekt im Alltag oder im Leben? Sie hatten vorhin schon eine wunderschöne Zusammenfassung, Frau Kress, für sich. Genau, wie ich schon eben erwähnt habe, für mich ist Thema Respekt zwei ganz wichtige Bausteine. Das ist wirklich einmal das Thema Kommunikation und die Zeit. Das sind Grundvoraussetzungen, um jemandem respektvoll gegenüberzutreten und vor allen Dingen auch von mir. Ja. Mir gegenüber, mein eigener Respekt. Ja, nehme ich Zeit für mich selbst? Und wie rede ich auch mit mir selbst, das heißt meine eigenen Gedanken, positiv oder negativ? Also ich denke halt, dass ich jeden Menschen, der mir begegnet, so annehme und ihn so anspreche, dass er sich respektiert fühlt von mir. Und da gibt es ja Leute, die sind also sehr hochstehend und sehr hochtrabend manchmal auch, ne? Und dass man dann aber trotzdem denen nicht das Gefühl gibt, man denkt, die sind jetzt eingebildet, sondern dass man das hinbekommt, dass man so doch auf einem Level mit ihm steht, ohne sich selbst aufzugeben. Und entsprechend ist es ja auch mit ganz einfachen, sehr netten Menschen. Ja. Und dass man die eben dann auch so anspricht und so annimmt, wie sie sind und ihnen das Gefühl gibt, man respektiert. Also die Annahme. Ja, vielen Dank. Das ist Herr Wagner. Ja, ich denke, jeder sollte mit dem Respekt vor sich selbst anfangen. Und wenn das vorhanden ist, und da kann ich auch sehr leicht anderen Menschen Respekt entgegenbringen, im Wissen, dass ich ja gar nicht weiß, was der Hintergrund von diesem Menschen ist, dass ich einfach sage, er ist ein Mensch, okay, für den Rest kann ich nichts, ich muss nicht mit jedem gut können, aber ich nehme ihn als Mensch an und lasse ihn so stehen. Aber die Basis ist eigentlich, dass ich mich selbst annehme. Ja. Und das möchte ich jedem aber wirklich empfehlen, dass er das mal beginnt, sich selbst anzunehmen. Wunderbare Schlussworte von Ihnen. Ich möchte noch einen Satz sagen, dass man also jeden Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte von ihm. Ja, das ist so, denke ich, so eine Devise von mir. Da sage ich Dankeschön, das ist das perfekte Schlusswort. Das darf sich jeder von uns, alle Zuschauer, alle Zuhörer, hinter die Ohren schreiben. Das ist das Miteinander. Mhm. Vielen Dank. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht zu einem ähnlichen Thema, vielleicht zu einem anderen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Thank you.